Ist was passiert? Der Mann ist ohnmächtig. Bitte, wir brauchen Hilfe. Wir bringen ihn zu einem Arzt. Ich bin Arzt. Lassen Sie mal sehen. Legen Sie den Mann auf den Boden. Der Mann ist tot. Da ist er. Ja, wo? Wo sind denn die beiden Herren, die den Mann gefunden haben? Wie würden Sie diese Stelle hier beurteilen? Das ist ein Einstich. Wie von einer Spritze mit einer starken Kanüle. Extrem stark. Es könnte sich um einen Giftmord handeln. Na, was sagen Sie? Eindeutig Cyankali. Das bedeutet doch... Dass der Mord im Parkhaus verübt wurde. Wahrscheinlich nur Minuten, bevor Sie kamen. Dann wären also die Männer... Die Vorgaben, ihn zum Arzt bringen zu wollen. Die Mörder. Sagen Sie, könnten Sie uns eine möglichst genaue Beschreibung geben von diesen beiden Männern? Ich will es versuchen. Die sahen nicht wie Mörder aus. Bei Gelegenheit sagen Sie mir mal, wie Mörder aussehen. Wird es dann leichter? Also kommen Sie bitte, Doktor. Willi! Ja. Er hat da zwei Männer gesehen. Ich möchte gerne eine Beschreibung davon. Sucht er einen guten Fahndungszeichen? Hm? Ja, Mann, kommen Sie. Ja. Tja. Ja, sag mal, mit einer Spritze ist es nicht sehr umständlich. Wo hatte der Tote die Verletzung? Auf der Schulter, also gut erkennbar. Dreh ich mal um. Was? Dreh ich mal um. Was so? Ja. Könnte sein so. Denk mal an die starke, aber relativ kurze Kanüle. Also, wenn es stimmt, dann haben wir es hier mit einer sehr traditionsreichen Art von Mord zu tun. Das ist im Grunde genommen ist das uralt. Gift im Ring? Ich meine, da springt doch so ein Stachel raus, den man dann initiiert. Hm. Ich habe mal so ein Ding gesehen in irgendeinem Kriminalmuseum. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Warte mal, war es in Rom oder Paris? Ist auch gleichgültig. Vorläufig ist es eine Spekulation. Also, ich glaube nicht, dass ihr damit was anfangen könnt. Der Arzt ist mehr als unsicher in seiner Beschreibung. Vorsichtig ausgedrückt. Hm. Harry, übernimmst du das mal? Wo ist die Adresse des Toten? Liegt hier. Ja, Willi. Dann komm mal mit. Mhm. Und was macht der Herr Loss? Er war Journalist. Er schrieb Artikel für Zeitungen. Er reiste durch die ganze Welt und verfasste darüber Berichte. Freiberuflich? Was? Ja. Er hat immer getan, wozu er Lust hatte. Und wollte sich durch nichts darin behindern lassen. Frau Krump, hat er Angehörige? Nur einen Vater. Der lebt in einem Altersheim bei Weilheim. Es tut mir ja so leid, Herr Loss. Sie müssen jetzt ja tapfer sein. Genaueres wissen wir ja noch nicht. Wollen Sie mit dem Kriminalbeamten selber sprechen? Erst am Apparat. Herr Loss. Schwester. Tut mir leid. Herr Loss hat einen Sprechanfall. Er kann nicht ans Telefon kommen.
Erzählen Sie. Der Vater von Herrn Loss, ist er hier? Der Vater hat einen Herzanfall. Der Arzt hat ihm nicht erlaubt, bei der Bestattungsfeier dabei zu sein. Danke sehr. So, Stefan. Ich habe alle, die bei der Trauerfeier anwesend waren, sich hier eintragen lassen. Mhm. Das Ganze als polizeiliche Maßnahme deklariert, also ganz offiziell. Zwei Adressen stimmen nicht. Wahrscheinlich auch die Namen nicht, ne? Welche? Die hier. Stehen ja hintereinander. Ja. Erinnerst du dich? Ja, einigermaßen. Es waren also zwei relativ junge Leute. Oh, warte mal. So. Ja, was soll das? Na, schau das an. Das sind doch Karikaturen. Ich meine, da kannst du doch niemanden identifizieren. Entschuldige mal. Guten Tag, mein Name ist Hohlwein. Ich hätte mich gerne erkundigt, sind Sie der Leiter des Altenheims? Ja, warum geht das? In Ihrem Heim wohnt doch ein gewisser Herr Loss. Walter Loss. Ich hätte gern gewusst, wie es ihm geht. Nun, danke, jetzt wieder ganz gut. Sie wissen Bescheid? Ja, der Tod seines Sohnes. Es hat ihn sehr mitgenommen. Ja, er hatte einen Herzanfall. Ich bin ein Freund seines Sohnes und ich habe da eine Frage. Ist der Aufenthalt des Herrn Loss finanziell abgesichert? Das Altenheim in Weinheim. Verstehen Sie, es geht mir darum zu wissen, ob in dieser Hinsicht alles in Ordnung ist. Ja, es gibt da eine monatliche Zahlung über Dauerauftrag. Aber wie sich das jetzt nach dem Tode seines Sohnes entwickelt, darf ich Sie mal mit Herrn Loss verbinden? Kleinen Moment, bitte. Hallo? Loss am Apparat. Wer ist dort? Man sagte mir, ein Freund meines Sohnes. Ja, ich kenne Harald sehr gut. Ich habe ihn in Rom kennengelernt. Ja, ja, er hatte viele Freunde. Ich bin froh, dass sich mal jemand meldet. Ich bin ganz ratlos. Verstehen Sie? Ganz auf mich gestellt, auf meine Gedanken. Ich frage mich, wird das alles im Dunkeln bleiben? Werde ich nie erfahren, was da eigentlich passiert ist? Sag's ihm. Eine Frage, Herr Loss. Könnten Sie mal in die Stadt kommen? Wir könnten uns dann treffen. Ja, natürlich würde mich gern mit Ihnen treffen. Wissen Sie, ich denke ununterbrochen an meinen Sohn. Nach München. Herr Loss soll morgen in München sein. Kann er denn das? Ja, er ist soweit wieder hergestellt. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Er soll also morgen Nachmittag gegen 3 in München sein. Er soll dort ein Taxi nehmen, sich zum Imperial fahren lassen, sich dort in die Bar setzen und dem Kellner sagen, wer er ist. Dass er da sei. Man würde ihn dann dort abholen. Was halten Sie davon? Ja, was hält Loss davon? Er ist fest entschlossen, morgen nach München zu fahren. Kann man ihm das erlauben? Moment bitte. Loss. Herzinfarkt. Er ist tot. Das wäre eine Chance gewesen, etwas zu erfahren. Du sag mal, was soll dieser Anruf bedeuten? Was wollte der Mann von Loss? Freund seines Sohnes? Mörder seines Sohnes? Das werden wir wohl nie erfahren.
Personalabteilung, hier ist Derek. Sag mal, könnt ihr mir helfen? Ich suche da einen Kriminalhauptkommissar. Er ist nicht mehr da, den hatten wir mal. Welches Dezernat weiß ich nicht. Er ist Felden. Nein, mit V. Felden, ja. Jonas. Jonas Felden, ja. Vorzeitig pensioniert wegen... Ja, der ist es, der ist es. Ich suche dich seit Stunden. Mit einem Haftbefehl? Nee, mit Ausdauer. Mit einer Menge Ausdauer. Ach, bin ich froh, dass ich dich gefunden habe. Warum suchst du mich? Ich brauche dich. Ich bin nicht mehr verwendbar. Gerade noch als Schachspieler. Oder als Trinker. Darum hat man mich ja auch gefeuert. Warum brauchst du ausgerechnet mich? Ich brauche dich als Vater für einen ermordeten Sohn. Gut, gut. Das ist eine gute Geschichte. Aber es ist deine Geschichte, nicht meine. Herrgott, nochmal, versteh mich, Derek. Du hast irgendein Bild von dem Menschen, der ich mal war. Der bin ich nicht mehr. Menschen interessieren mich nicht. Wenn man ein guter Kriminalbeamter sein will, dann müssen einen Menschen interessieren. Alle ihre lächerlichen Auf- und Abschicksale sind mir shit egal. Also, bitte, such dir einen anderen Vater für deinen ermordeten Sohn. Ich habe keine Zeit mehr, einen anderen zu suchen. Wir müssten morgen in das Altenheim. Und damit du nichts falsch machst, dann müsstest du all die Briefe lesen, die der Sohn seinem Vater geschrieben hat. Es lohnt sich. Wirklich. Das lohnt sich, die kannst du ruhig lesen. Das war prima Beziehung. Ach, prima Beziehung zwischen Menschen gibt es nicht. Wo habe ich das mal gelesen? Auch alle Lieben befinden sich nur in schmerzlicher Umklammerung. So. Und jetzt gehe ich nach Hause. Was ist denn? Was willst du denn? Ich will dich abholen. Abholen? Wieso denn abholen? Du, ich hab dir keine Zusage gemacht. Ja, wieso nicht? Du hast gesagt, ich überleg's mir. Also gut, ich habe es mir überlegt. Nein, es kommt nicht die Frage. Trink jetzt nicht. Warum soll ich nicht trinken? Weil du deinen Verstand beisammen haben musst. Wenn ich dein Angebot annehme, habe ich keinen Verstand. Weißt du, wie der junge Mann getötet wurde? Ich will es gar nicht wissen. Siehst du diese flache Hand? Ja, und? Was soll's? Kannst du dir einen Siegelring vorstellen? Den drehst du nach innen, dann bedienst du irgendeine Vorrichtung. Und eine Kanüle springt heraus. So, dann gibst du jemandem die Hand. Ist wurscht wie. Liebenswürdig, nett, herzlich, feierlich, traurig. Du kannst aber auch jemandem ganz einfach die Hand nur auf die Schulter legen. Was war drin? Zyankali. Warte einen Moment. Ich zieh mich nur an. Herr Strobel, der Tod von Herrn Loste ist ja geheim gehalten worden, nicht wahr? Ja, wir haben uns an die Abmachung gehalten. Außerdem, es gibt keinen Angehörigen mehr, der noch benachrichtigt werden müsste. Ist noch ein Anruf gekommen? Nein, nicht mehr. Also ich gebe zu, das sind fabelhafte Briefe. Ein Sohn schreibt, mein lieber Vater, schreibt aus aller Welt, beschreibt sie in den glühendsten Farben. Und dazu unser stumpfsinniges Schreibtischleben. Deines, Derek, und auch meins. Seins, Derek.
Also gut, Derek. Ich tue es für den Jungen. Weil er auch nicht dauernd um Geld schnort. Und weil er schreibt, mein lieber Vater. Aber Stefan, vergiss nicht. Vielleicht war ich mal gut. Aber das bin ich nicht mehr. Täusch dich da nicht. Ich könnte deine Fehlspekulation sein. Warten wir es ab. Grüß Gott. Kann ich Ihnen behilflich sein? Mein Name ist Losse. Ich werde erwartet. Schön, Sie zu sehen. Ich bin ein Freund Ihres Sohnes, ein guter Freund. Glauben Sie mir, ich weiß, was Sie durchgemacht haben. Mein Beileid. Ja, danke. Danke. Wollen wir vielleicht etwas trinken? Ein Whisky oder... Ja, doch, bitte. Ja? Scotch? Ja, bitte. Zwei Scotch, bitte. Und wer sind Sie? Ich meine, sollte ich Ihren Namen kennen? Ich heiße Korte. Ich war mit Ihrem Sohn in Saudi-Arabien. Ach ja, richtig, ja. Ich habe ja immer Briefe bekommen. Danke sehr. Danke. Aus Riad. Tja, Sie haben was mit dem Herzen, ich weiß. Es geht Ihnen doch gut, oder? Ja, doch, 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 doch. Prost. Zum Wohl. Tja, dann fahren wir doch gleich. Sie haben eine Menge Fragen, ich weiß. Schön. Sie zu sehen. Herr Loss, seien Sie herzlich willkommen. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie sehr wir auf den Augenblick gewartet haben, Sie zu sehen, mit Ihnen zu sprechen. Sie sehen mich etwas verwirrt. Ja, das kann ich verstehen. Das kann ich durchaus verstehen. Dr. Korte kennen Sie ja bereits. Dr. Brandeck, mein Name ist Tubek. Sie kennen meinen Namen. Waren Sie auch in Saudi-Arabien? Ja, ja. Ja, wir sind eine Gruppe von Physikern, Technikern. Wir haben Ihren Sohn Harald in Saudi-Arabien kennengelernt. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie sehr uns sein Tod getroffen hat. Haben Sie denn mit seinem Tod irgendetwas zu tun? Ja, in gewisser Weise schon. Eigentlich direkt. Wir wollten einen Mann entführen. Aus bestimmten Gründen mussten wir versuchen, ihn in unsere Hände zu bekommen. Einen gewissen Budetsky. Name spielt keine Rolle, der hat viele Namen. Aber wir haben ihn in Zürich aufgespürt. Mit einem Telegramm, dessen Text fingiert war, haben wir ihn nach München gelockt. Er sollte da in ein Parkhochhaus gehen beim Flughafen oben, dritter Stock, und da würde jemand auf ihn warten. Der Mann muss gemerkt haben, dass wir ihm eine Falle gestellt haben. Er hat ihren Sohn getötet. Die waren ihm nicht gewachsen. Warum wollten Sie diesen Mann entführen? Haben Sie mir aus guten Gründen. Müssen Sie heute noch zurück? Nein, nein, nein. Durchaus nicht. Das ist doch wunderbar. Dann bleiben Sie noch ein paar Tage hier in München. Ja? Rufen Sie Ihr Heim an und sagen Sie einfach, Sie bleiben noch ein paar Tage hier. Wir haben prophylaktisch schon für Sie ein Hotelzimmer reserviert. Wir sind mir noch nicht ganz fertig. Wir kriegen Budetsky. Glauben Sie mir, wo und wann auch immer. Ach, dass du dich mal meldest. Das ist ja fabelhaft. Wo bist du? In meinem Hotel. Man hat mir ein Zimmer bestellt. Und der Chef des Hauses bringt mir gerade eine Flasche Whisky. Jetzt tu mir einen Gefallen, lass die Flasche zu. Trink nicht. Gib mir einen kurzen Bericht, komm. Ja, ich bin hier unter Freunden. Ich weiß auch, wer der Mörder ist. Du weißt, wer der... Na, wer ist es? Gewisser Budetsky. Wobei ich hinzufügen muss, dass der Name falsch ist. Ich sag dir jetzt, wie du mich erreichen kannst.
sind nette Leute. Akademiker, Techniker, Physiker. Die nur eins im Kopf haben. Wie sie Podetzky kriegen. Aber warum sie das wollen, das haben sie mir noch nicht gesagt. Ja, ja. Was in dir vorgeht, das weiß ich. Dann sag's mir. Du möchtest sie festnehmen, vor deinen Schreibtisch schleppen und verhören, bis ihnen das Wasser im Hintern kocht. Du hast recht, ja. Aber da du ein kluger Bursche bist, nimmst du innerlich eine Güterabwägung vor. Hm? Lohnt sich vielleicht noch gar nicht. Hm? Wegen eines Wissensdefizits. Womit du schon wieder recht hast. So. Jetzt komm her. Komm, komm, komm. Gib mir die Namen. Also, Dr. Korte, Dr. Brandeck. Oh Mann, ich habe ihn nicht mal Korte geschrieben. Dr. Brandeck? Hast du Brandeck? Brandeck habe ich, ja. Also. Und Tubeck? Tubeck. Auch Doktor? Ja, wahrscheinlich Doktor, vielleicht sogar Professor. So, und das Haus? Gib mir auch die Adresse. Hier, Stefan. Um 7 werde ich abgeholt. So, dann bitte ich dich, trink nicht mehr. Jonas, sieh dich vor. Ein gramgebeugter Vater wird doch noch einen kleinen Whisky trinken dürfen, nachdem was alles auf ihn einstürzt. Und, wo ist er jetzt? Sie haben ihn zum Essen abgeholt. Hast du sie gesehen? Ja. Wie sie mit Felten durch die Halle marschiert. Dein Eindruck? Ja, frag mich nicht, gute Leute. Was heißt das schon so auf den ersten Blick? Hm. Tubeck, eine Firma. Tubeck Elektronika, Inhaber Professor Walter Tubeck, 63. 63? Oh, da gibt's noch einen Sohn, Erich Tubeck. Der ist Mitinhaber, 42. Kann er schrecken, was? Krieg ihn mal her. Anerkannte Firma, Menge Mitarbeiter, Techniker, Physiker. Diese Leute, die wollen nun partout einen Mann entführen, der wirklich von einem ganz anderen Kaliber ist. Er ist ein guter Freund. Ein guter Freund meines Vaters und er kannte auch Harald, ihren Sohn. Feiner Kerl, ihr Sohn. Ich mochte ihn sehr gerne. Tja, ich bringe euch erstmal 4 gepflegte Biere. Nehmen Sie Platz, bitte. Danke. Gewöhnlich sitzen wir ja vorne, aber da sind zu viele Bekannte. Und jeder würde fragen, warum wir nicht in Riad sind. Und warum sind Sie nicht in Riad? Wir können nicht nach Hause gehen. Vielleicht braucht er uns. Hayek, am Telefon. Bleibt hier. Zürich? Ja. In Zürich. Wir wissen, wo Podetzky wohnt. Er wird ständig überwacht. Hayek sagt, Podetzky hat sich einen Wagen gemietet. Er muss nach München zurück. Auf jeden Fall. Er hat seine Kontaktleute hier. Was machen wir? Hayek lässt ihn jetzt nicht mehr aus den Augen. Er hat mir die Nummer des Wagens durchgegeben. Herr Loss, Sie werden jetzt sicher müde sein. Herr Korte bringt Sie zurück ins Hotel. Frag mich doch nicht. Ich kann es dir nicht sagen, warum Sie diesen Podetzky kriegen wollen. Sie sind ja wie besessen von diesem Gedanken. Dann frag Sie doch, warum.
Stefan, so geht das nicht. Die nehmen mich nicht ganz ernst. Und ich muss das akzeptieren mit netter, freundlicher Ignoranz. Dann vergiss bitte Folgendes nicht. Es ist mein Fall, nicht deiner. Ja, danke. Budetzky kommt über Bregenz, Lindau, dann irgendwie durchs Allgäu. Aber auf jeden Fall muss er über die Lindauer Autobahn. Ja, gut, wir fangen ihn vor München ab. Dann verfolgen wir ihn, bis wir wissen, wen er aufsucht. Und dann nehmen wir ihn hoch. Warum meldet er sich nicht? Da geht doch jetzt was vor. Budetzky kommt aus Zürich. Aber wie, wann, wo, auf welche Weise? Und von Felten? Schweigen, Funkstille. Er hat übrigens vor 3 Stunden passiert. Der Wagen muss jeden Augenblick auftauchen. Wir sitzen hinter ihm. Hier, Tubek. Wenn er abbiegt von der Autobahn, dann bleibt ihr zurück und ich übernehme ihn. Habt ihr mitgehört? Verständigung ist gut. Leider zu spät gekommen. Er ist hochgefahren. Wie soll man ihn denn hier finden? Holen Sie den Fahrstuhl runter. Stoppen Sie die Zeit. Wo kommen Sie denn her? Ich bin Ihnen schon eine ganze Weile gefolgt.
Ja, gestern Abend, da haben Sie mich einfach so ins Hotel abgeschoben. Aber hier im Haus ist der Mörder meines Sohnes. Also los, holen Sie den Aufzug runter und stoppen Sie die Zeit. Sekunden. Danke, Dr. Bondit. Wir beide fahren nach oben. Herr Loss, Dr. Korte, bitte gehen Sie in die Garage. Dr. Korte, fahren Sie bitte meinen Wagen weg, ja? Ja, okay. Stört, dann zwingen wir ihn mit uns hinunterzufahren. Wir müssen eben so handeln, wie es die Situation gerade zulässt. Eine Frau ist mit seinem Wagen weggefahren. Was ist jetzt? Haben wir ihn jetzt verloren? Eine Frau. Wir sind doch einer Frau begegnet. Wie sah die Frau aus? Groß, blond, Mitte 30, Kostüm? Ja, genau so. Ja, der sind wir doch begegnet. Wir wissen doch, aus welchem Büro sie gekommen ist. Da war doch ein Schild. Was stand da drauf? Hilos, Künstleragentur. Ja. Erlauben Sie mir, dass ich etwas dazu sage. Ein Büro. Man weiß doch gar nicht, wie viele Leute sich dort aufhalten. Das sind doch unübersehbare Risiken. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Lassen Sie mich raufgehen. Ich schaue mir diese Künstleragentur mal an. Mich hat Podetzky noch nie gesehen. Wir können Sie einem solchen Risiko nicht aussetzen. Warum nicht? Das ist doch auch meine Sache. Wer sind Sie denn? Ja, das ist doch die Künstleragentur, nicht? Ja. Ja. Und was wünschen Sie bitte? Ja, ich suche eine Stellung. Nein, ein Engagement für meinen Sohn. Der ist Klavierspieler. Ah ja? Ja. Ja. Jetzt ist aber keiner mehr da. Kommen Sie doch morgen um 9:30 Uhr. Hm? Jawohl. Ja. Ja. Und er ist ein sehr guter Klavierspieler. Ach. Ja, er hat schon Konzerte gemacht in der Schule. Ja. Ja, das freut uns natürlich zu hören. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Also, bis morgen dann. Warum tun Sie das?
Warum wollen Sie Bodetzky lebend? Hast du eine Theorie? Ja, ich habe eine. Na, dann lass hören. Also es ist doch ganz eindeutig, Sie wollen Bodetzky auf gar keinen Fall vor Gericht sehen. Das hört sich ganz gut an, ja. Na gut. Und das bedeutet, Sie wollen etwas von Bodetzky. Hm? Oder sagen wir, Sie wollen etwas mit Bodetzky... Na ja, das hört sich aber auch sehr gut an. Aber was kann man mit einem Menschen anfangen? Ja, das ist eben die Frage, nicht wahr? Weißt du, drei Leute hier, Physiker, Techniker, die handeln als Gruppe. Sie arbeiten ständig als Gruppe. Aber da gibt's doch auch noch den Chef der Firma, nicht wahr? Da gibt's doch noch Tubek Senior. Wo ist denn der Mann? Warum hört man nichts von dem? Mein Lieber, da hast du jetzt etwas auf den kürzesten Nenner gebracht. Gratuliere. Schalt mal einen Gang runter, komm. Na, vielleicht ist der alte Tubek in Saudi-Arabien, hat keine Ahnung. Das glaube ich nicht. Also frag die Leute. No. Hör zu, die wollen doch einen Mörder nicht laufen lassen. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Hör zu, Jonas. Ich habe keine Zeit mehr. Morgen bin ich drin in der Sache. Ja, ja, ist in Ordnung. Stefan, ich verstehe, ich weiß Bescheid. Der Hund will von der Kette. So, ich habe jetzt alles. Roska May. Roska May. Ja, wart's doch ab, das ist ein Künstlername. Sie heißt Rosa Meyer. Vergelt's Gott. Ende 30, ehemalige Schauspielerin, hat vor 3 Jahren ein Tourneeunternehmen gegründet, vermittelt Schauspielensemble, produziert Tourneen. Tja, also nichts Nachteiliges bekannt. Ist unverheiratet, wohnt in Hallaching, Bischofsweg 5. Ja, bitte? Stefan. Jonas, gibt's was Neues? Kann ich dich treffen? Ja, natürlich, wann und wo? Ja? Ja, gut. Ja, komm zur Sache. Ach, zur Sache, zur Sache. Ja, was für eine Sache ist das? Na ja, du wirst es mir ja gleich sagen. Also, alle unsere Leute waren in Saudi-Arabien. Beschäftigt mit den interessantesten Arbeiten. Welche? Spielt hier keine Rolle. Sie haben es auch gesagt. Ich hab's nicht verstanden. Alles Technik vom Feinsten. Auch die DDR hat er gebaut. Ich glaube, eine Meerwasserentsalzungsanlage. Der Vater des Ganzen, Tubek Senior, der hat sich angefreundet mit einem DDR-Wissenschaftler. Und der hat sich bei unseren Freunden so wohl gefühlt, dass er sich entschlossen hat, deine sozialistische Heimat zu verlassen. Ja, alter Hut, kommt vor. Was ist dein Kummer? Moment. Vor einem Monat war Tubek Senior wieder in der DDR, um einen Vortrag zu halten. Und haben sie ihn dort festgenommen wegen Fluchthilfe. Und was steht darauf? Genug, um den Rest seiner Jahre zu vergessen. Bodetzky, was ist er? Ein Agent? Ja, gut, Derek. Ja, das ist doch ein interessanter Beruf, ne? Ja, ja, die jungen Leute haben Bodetzky in Riad kennengelernt. Er wollte von ihnen Konstruktionspläne haben. Pläne erster Güte. Aber die drei Burschen haben ihn abfahren lassen. Und jetzt, wo der Tubek Senior drüben festsitzt, da kamen sie auf die Idee, Bodetzky in ihre Gewalt zu bringen. Besser als... Als Austauschobjekt? Ja. Da haben Sie dieses fingierte Telegramm losgeschickt? Mit dem Inhalt etwa, wir verkaufen. Bodetzky ist prompt darauf hereingefallen. Er dachte natürlich an seine Pläne. Also Sie haben nur an ihn gedacht. Na? Was für eine Sache ist das nun? Um auf die Knie zu gehen und verrückt zu werden. Was ein Sohn für seinen Vater tut. Was Leute tun für... Ihren Chef. Da werden Emotionen frei, sogar bei mir. Tja, sag mal, die haben sich da an einen Berufsagenten rangemacht. An einen Mann vom Geheimdienst. Ist doch hirnverbrannt. Ist es das wirklich? Alles ist möglich. Alles. Na gut. Dann wollen wir mal zusehen, dass sich deine netten jungen Leute nicht allzu sehr ins Unglück stürzen. Denn das werden sie jetzt todsicher tun. Bodetzky.
der Notwehr geltend machen. Was wollten Sie denn? Sie wollten ihn Hops nehmen, nicht wahr? Kidnapping. Aber was willst du dagegen machen? Sehen, wie ich Budetzky jetzt kriege. Gott sei Dank, dass Sie kommen. Wo waren Sie denn? Ich habe ein Lokal aufgesucht, das ich von früher kenne. Musst du unbedingt mal andere Luft schnuppern. Wollen Sie nicht noch zu uns kommen? Budetzky ist hier. Wir müssen nur noch rausbekommen, wo er sich im Moment aufhält. Ist irgendetwas nicht in Ordnung? Ja. Es ist was nicht in Ordnung. Ich heiße nicht Loss. Mein Name ist Felden. Ich bin ehemaliger Kriminalkommissar. Und der Vater von Harald Loss ist tot. Schon seit 3 Tagen. So, und jetzt gehe ich meine Rechnung bezahlen. Kriminalkommissar? Mann Gottes. Haben Sie es denn noch immer nicht begriffen? Sie sind doch Amateure. Es war richtig schwer, Ihnen auf die Spur zu kommen. Und? Warum hat man uns noch nicht festgenommen? Da warten Sie es doch ab. Ich will meinen Vater rausholen. Aus dem Gefängnis. Raus auf die einzige Weise, die Erfolg verspricht. Ist das falsch? Das ist nicht die einzige Weise, die Erfolg verspricht. Ach, was soll ich noch dazu sagen? Ja oder nein? So schön war das auch nicht von Ihnen, uns etwas vorzuspielen. Haben Sie vielleicht mir das Spaß gemacht? Wissen Sie, wo Roskam bei wohnt? Hallaching, Bischofsweg 5. Sie sollten nicht nur die Künstleragentur im Auge behalten. Noch etwas. Ich habe großen Respekt vor Ihnen. Aber mit Recht und Gesetz hat das nichts zu tun, was Sie da vorhaben. Ja, bitte? Ein Herr Derrick möchte Sie sprechen. Derrick? Unbekannt. Fragen Sie ihn, was er will. Ah, Moment, ich mach das schon. Sehr, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Guten Tag. Ich ermittle in einem Mordfall. Und im Verlauf dieser Ermittlungen bin ich auf Sie gestoßen. Auf mich gestoßen? Bei einem Mordfall? Ja. Ja, in einem Parkhaus am Flughafen Riem ist ein junger Mann ermordet worden. Der Täter war mit dem Flugzeug aus Zürich gekommen. Wer wurde ermordet? Ein gewisser Harald Loss. Er wurde mit Ciancalia ermordet. Ja, es wurde ihm in die Schulter injiziert, wissen Sie? Der Mörder trug einen Ring, der entsprechend präpariert war. Einen Ring? Ja. Schauen Sie, der hat den Ring so an der Hand getan, dann dreht er ihn nach innen, dann tätigt ihn, dann springt so ein Stachel springt daraus. Es ist ja einfach, einen Menschen damit zu töten. Er stirbt innerhalb einer Minute. Wissen Sie, wie so ein Ring aussieht? Können Sie ihn beschreiben? Ja. Also es müsste auf jeden Fall ein Siegelring sein. Aus Edelmetall, Gold, Silber, Platin. Und er ist künstlerisch sehr gut gearbeitet. Er ist, wie sagt man es heute noch, er ist durchgestylt. Gefüllt mit Zyankali. Gefüllt mit Zyankali, ja. Der Mörder ist ein gewisser Budetzky.
Bodetzky. Ja. Er ist gestern mit einem Leihwagen aus Zürich gekommen, hat Sie besucht und danach haben Sie seinen Wagen aus der Tiefgarage herausgefahren. Wahrscheinlich haben Sie ihn zurückgebracht zur Leihfirma. Hat ja überall Filialen. Wer ist denn Bodetzky? Er ist Agent eines Geheimdienstes. Ist vor 3 Wochen aus Saudi-Arabien gekommen. Er hat eine Wohnung bei Zürich. In Zollikon. Ich muss raus hier. Ich muss etwas trinken. Ich liebe ihn. Wie haben Sie ihn kennengelernt? Durch meinen Beruf. Ich vermittle Ostgasspiele in den Westen und Westgasspiele in den Osten. So lernte ich Bodetzky kennen. Wussten Sie von seinem Beruf? Erst nicht. Aber dann hat er es mir erzählt. Es war mir gleichgültig. Dieses ganze Ost und West hin und her war mir absolut gleichgültig. Ich sagte Ihnen ja, ich liebe ihn. Sind Sie sicher, dass er den Mord begangen hat? Er trägt einen Ring. Einen Siegelring. Er legt diesen Ring nicht einmal im Bett ab. Ich habe oft geschlafen mit dem Gesicht auf seiner Hand. Er ist gestern gekommen. War sehr nervös. Er sagte, er warte auf Anweisungen. Wo ist er jetzt? Er ist ein Mörder. Aber die ganzen Umstände sind so, dass es nicht allzu schlimm für ihn aussieht. Er ist bei mir zu Hause. Ich werde ihn festnehmen. Und bitte rufen Sie ihn nicht an. Denn wenn er gewarnt wird, dann weiß ich ja, wer ihn gewarnt hat. Hallo? Hallo, wer ist da? Hallo! Wer ist da? Die Post, ein Paket. Stellen Sie es vor die Tür. Ich bekomme Zustellgebühr. Ah ja, Moment. Vorsicht, der Ring. Thank you.
Wir sind uns zuvorgekommen. Stefan. Ja? Der Ring ist leer. Zwei Männer, die ich nicht kenne. Bringen Sie mich sofort hier weg. Verlieren Sie keine Sekunde. Dr. Brandeck. Kommen Sie mit, kommt. Ja, bitte? Kriminalpolizei. Sie wünschen? Dass Sie die Tür freigeben und dann ein Gespräch mit Dr. Korte, Dr. Brandeck und Herrn Tubeck. Dr. Tubeck? Dr. Tubeck, ja. Professor Tubeck ist sein Vater. Ist sein Vater. Gut, dann machen Sie mal die Tür zu. Sie können davon ausgehen, dass wir vollständig unterrichtet sind, auch über die Beweggründe Ihrer Aktionen. Sie haben soeben Budetzky entführt. Wo ist er? Budetzky? Wir wissen nicht, wo Budetzky ist. Wir haben Budetzky nicht entführt. Harry. Ich nehme an, Sie wissen inzwischen, wie der funktioniert, was? Ja, er hat es uns gezeigt. Gut. Dann wiederhole ich meine Frage, wo ist Budetzky? Ich werde ihn festnehmen unter dem Verdacht, einen Menschen getötet zu haben, unter welchen Umständen auch immer. Wissen Sie, warum wir Budetzky haben wollten? Ja. Oh ja, das weiß ich, als Austauschobjekt gegen Ihren Vater. Ja, ja, ich weiß, solche Geschäfte gibt es. Ich werde mir gar kein Urteil darüber erlauben. Darum geht's nämlich gar nicht. Es geht um Folgendes. Sie drei. Sie drei, Sie behindern unsere Arbeit. Darf ich Sie etwas fragen? Also Harald Loss, ein Freund. Guter Freund, wie Sie sagten, nicht? Ja, ein sehr guter Freund. Wollt ihn helfen bei diesem Austauschunternehmen und er wurde dabei ermordet. Hat das Ihre Pläne nicht geändert? Der Austauschgegenstand, das, was Sie da anbieten wollten, das war nicht mehr der Agent, der mehr oder weniger wertvoll ist. Oh nein, 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 nein. Das ganze Geschäft, das ganze verdammte Geschäft, war jetzt ein ganz anderes geworden. Ach, wissen Sie, ich glaube, Herr Harald selber hätte gesagt, nimmt dabei auf mich keine Rücksicht. Ach ja, glauben Sie. Lasst meine Mörder doch laufen, nehmt doch meinen Tod nicht so wichtig, lasst euch durch meinen Tod nicht stören. Glauben Sie das? Gut. Gut, wenn Sie das glauben, dann tun Sie das, was Sie sich vorgenommen haben, wenn Sie können. Wir haben dieses Beweismittel nicht gesehen. Nehmen Sie es an sich, behalten Sie es, lassen Sie es verschwinden. Aber vielleicht behalten Sie es auch als Andenken an Ihren Freund, der damit getötet wurde. Sehen Sie, wir haben jetzt kein Beweismittel mehr. Für die Justiz ist Budetzky eine ganz uninteressante Person, ein unbescholtener Mann, soweit man das überhaupt von einem Agenten sagen kann. Sie können in erster Klasse nach Hause fahren lassen.
Sie raus da. Wird wieder mal ein Mörder seiner gerechten Strafe zugeführt? So ist es, Freund. So ist es. Ein Bier, Harry. Ich auch eins. Man hat doch immer ein angenehmes Gefühl dabei, nicht wahr? Oder? Selbst wenn mir jetzt Hundeelend wäre, dir würde ich es nicht sagen.